Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zum ja, fast großen Finale von Let's Play Need for Speed Pro Street. Heute weiter, heute geht's los, zumindest die nächsten drei Tage geht's los mit den Bossen. Wir machen heute einen Beginn mit Nate Denver. Los geht's. Eine Speed Challenge, ein Top Speed Lauf und nochmal ein Top Speed Lauf. Allerdings auf meiner absoluten Lieblingsstrecke in Nevada. Oh ja. Ich wollte gerade sagen, warum darf ich den Porsche nicht nehmen? Und jetzt Rock. Wäre jetzt blöd gelaufen, wenn der Porsche nicht dabei gewesen. Ryan Cooper hat ja in letzter Zeit für reichlich Wirbel gesorgt. Besonders durch das, was er auf dem Strip geleistet hat. Ich habe gehört, die Jungs von Rogue Speed sollen an ihm interessiert sein. Wenn Cooper seine Form hält, werden sie ihn bestimmt zu einem ihrer Rennen einladen. Okay, genau, wir machen legen los mit dem Topspeed-Lauf. Es ist nur ein Topspeed-Lauf, also das ist jetzt egal. Quatsch, das Ding müssen wir gewinnen. Seid ihr dabei oder was? Okay, Big Nate müsste jeden Moment hier sein. Ah, da ist er! Cooper und der Speed King! Nate ist total cool. Er sagt, dass es nichts als eine Spazierfahrt. Das ist ein GTO, kein Goat. So, 6 Kontrollpunkte. Ach, das ist. Ach, das ist ein. Ah, jetzt sehe ich es gerade. Okay, gut. Auf meiner absoluten Lieblingsstrecke. Zieh die mir so weg vorne. Keine Chance hinterher zu kommen. Ihr seht gerade, er hat gar keinen Stich, wirklich hinterher zu kommen. Kommt weg. So, jetzt können wir hier ein bisschen in Anführungszeichen entspannen. Er ist gerade mal am dritten Kontrollpunkt, ich bin jetzt fast schon vierten. 1000 Meter nur noch oder so. Wie bisher. Ich kann eigentlich fast das Ding zu Ende fahren. Oder entspannt zu Ende fahren. Ich glaube, der hat hier nicht den auch einer Chance, der gute Nate. Wir bleiben immer noch easy vorne. Ich fahre jetzt hier entspannt hier durch und fahre das Ding nach Hause. Ich will den Lauf beim ersten Versuch schaffen, also diesen Lauf hier. Ich geh mal ein bisschen runter vom Gas. 1000 Meter sind der nächste Lauf. Ich fahre hier ein bisschen entspannter durch die Kurven durch. Ah. Der Typ ist quasi Lex. Oh nein. Lieber Porsche, bleib stehen. Das wäre ärgerlich gewesen, wenn ich bei dem Lauf das Ding weggeschossen hätte. Aber wir holen's. Der erste Lauf geht an uns. Und zwar mit über 900 km Vorsprung. Der hatte nicht den Hauch einer Chance, Kollege. Wir kriegen kein Geld dafür? What? Ich glaube, das kriegen wir erst auf den dritten Laufen. Schade, ich gedacht, dass wir ein bisschen Kohle bekommen dafür. Über so 10.000 oder so, 15.000. Aber nein, wir kriegen nicht. Der erste Lauf geht schon mal klar an uns. Gut, wir machen weiter mit dem nächsten Lauf und zwar einem Top-Speed-Lauf erneut Nevada Highway B. Ist der nächste.
Ja, wenn das weiter so läuft wie beim ersten Mal, dann hat Nate so keinen Stich. Laufen wir mal zwei. Big Nate, ja. Das haben wir gerade gesehen, wie big er ist. Und tschüss. Vier Kontrollpunkte heute wieder. Das ist jetzt nötig zu laufen gerade. Wenn wir recht, wenn ich ehrlich bin. Wäre schön, wenn er sein Auto wegschießen würde sogar. Dann kommt dem Porsche nicht mal hinterher. Ihr seht gerade schon wieder unten, guck mal unten auf die Karte, dann seht ihr da wieder ja, den Abstand. Weil ich könnte gerade nicht drauf gucken, weil ich muss jetzt gerade hier fahren. Oder 17. Ich kann das Ganze fast entspannt durchfahren. Ihr seht gerade, 900 km/h habe ich eben Vorsprung gehabt. Nächstes hier hinter der Kurve. Ich hatte eben Glück, dass ich tatsächlich das Auto weggeschmissen habe. Ah gut, Nate kommt absolut 0 hinterher. Nächste Lauf oder 41 und jetzt auch der letzte, weil ich kann jetzt mit hier schön mitnehmen. Und dann gehört das Ding auch mir. Easy. Bam. So, jetzt fahre ich das Ding einfach nur noch entspannt nach Hause. Und da gehört es der zweite Lauf auch. Da hatte ich bei mir den letzten Checkpoint mitgenommen. Und hier waren es auch wieder 400, für die 700 Kammer. Ich hätte ja 1300, ja nur 600. Also, liebe Leute, so viel zum Thema Speedboss. Speedking, naja. Mehr oder weniger. Da müssen die Gegner schwach gewesen sein, weil ich hab das eben so gekönnt. Ich sag's euch, Big Nate wird nicht gerade erfreut sein. Nicht nur, weil er es hat zu verlieren, sondern auch, weil er Coopers Tempo anscheinend nicht mitgehen kann. Cooper kennt allen, bis er hier eine der größten Sensationen des Jahres erzielen kann. Ich weiß, es klingt verrückt, aber vielleicht können wir am Ende des Tages einen neuen Speed King feiern. Aber erst muss es so kommen. Okay, die nächste ist die Speed Challenge. Diesmal geht's rein um das Rennen, aber wenn das Ding so läuft, kann ich das Ganze sowas von entspannt nach Hause fahren. So, Nate, jetzt zeig mal im letzten Lauf, was du kannst. Die Strecke ein bisschen schwieriger finde tatsächlich als die anderen beiden. Aber gucken wir mal. Schön, wenn er sein Auto weg. Verschieße er sein Auto weg. Das wäre natürlich für mich ein Fan. Er kann ja schön ohne Probleme zu Ende fahren. Ich habe ja jetzt schon 12 Sekunden. So Scherze soll ich tun, nicht lassen. Bisher noch nicht. Aber mal gucken, wie lange ist es ja noch ein Stück zu fahren.
könnte eine wahrscheinlich sehr kurze Folge werden. Jetzt muss ich eigentlich nur noch einmal rechts fahren und dann ist das Ding durch. Wie langsam ist der Typ? Der hat ja gar keine Schnitte momentan. Noch links und dann ist es durch. Ah, jetzt haben wir wieder Leute. Aber ich bin im Account, mit dem Account hier online. Das ist ja mein PS4-Account eigentlich auch. Aber Nate zieht sich nicht weg, sondern verliert fast eine Minute Rückstand. Ich krieg ihn auf die Minute gedrückt. Ich habe selbst der Cooper halt hingepackt. Aber ich wollte es nicht riskieren, dachte mir, fahre ich mit dem Porsche und mache das Ding hier einfach mal kurz klar. Und voilà, und das Ding ist durch. Nate ist mein Auto los und wir sind der neue Speed King. Eine Minute 7. Hat mal gebracht, also mal vorne weg. Wow! Busy, Nate Denver. Ja, Alter. Das war der erste. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe mich ein bisschen vor der Strecke gefürchtet, aber es war so easy. Gut, ich habe zwar ein bisschen Glück gehabt, wo ich halt rausgerutscht bin. Gut. Und wir haben 50.000 noch gewonnen. Eigentlich könnte ich ja meinen Mustang damit aufbauen. Ich habe ja noch einen Mustang gekauft, tatsächlich, als Dreckauto. Aber den brauchen wir ja eigentlich nicht, weil der so frei läuft. Gut, Mate haben wir erledigt. Als nächstes kommt Aki Kimura. Das habe ich ja gesagt gehabt. Moment, ich gucke gerade. Lauf drauf. Als nächstes kommt Aki Kimura, aber das machen wir erst morgen. Und dann freue ich mich, wenn ihr dann hoffentlich auch wieder dabei seid. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Need for Speed Pro Street.